herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hey. So, die Gerste ist reif, aber irgendwie haben wir schlechtes Wetter erwischt. Dann fahre ich erstmal nach Hause. Und hoffe mal, dass es relativ bald wieder vom Wetter her passt, so dass wir die Ernte starten können. Eventuell bin ich am Überlegen, ob ich direkt mal einen Auftrag ans LU raushau, sobald das Wetter wieder aufklärt, dass die Bescheid wissen. Das werde ich jetzt gleich machen, wenn ich zu Hause bin. Oh, mein Feld muss ich auch wieder bestellen. Muss ich gleich mal gucken, ob ich noch Saatgut habe. Und wenn ich Saatgut habe, dann sollte man da vorwärts gehen. Och, Mist. Dann war ich zu schnell. Hier eigentlich Reifen wechseln? Ich glaube, ich habe noch Pflegebereifung drauf. So, warte mal, dann rufe ich mal kurz den Neumann an. Ja, jetzt tut es. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Neumi. Alles klar bei dir? Ja, der Regen ist halt gerade blöd, aber... Jo, finde ich auch. Was soll man machen? Deshalb rufe ich an. Und zwar, wenn es wieder aufklart, hätte ich einen Auftrag für dich. Das ist schön zu hören. Jo, mein Pachtfeld müsste geerntet werden. Feld 81, glaube ich, ist es. Ja, ja, könnte noch ein bisschen dauern, aber wir machen natürlich hin, ne? Ja, ich meine, wie gesagt, noch andere Aufträge. Ah, ja, aber sieht's besser wird aus. Wird heute noch was. Ah, hast du eine gute Wettervorhersage? Ja, es sollte demnächst nicht mehr regnen. Okay. Ja, das ist gut. Und ich würde nachher bei dir noch, oder vielleicht gleich, noch vorbeikommen. Ich bräuchte noch ein bisschen Saatgut. Jo. Komme ich dann wahrscheinlich direkt mal hoch zu dir. Jetzt sofort? Ja, ich brauche ja eine Weile. Jo. Gut. Dann. Bis dann. Bis später. Tschüss. Tschüss. Gut, dann machen wir hier mal noch ein paar andere Reifen drauf. So.
Standard, das reicht. Gut. Und dann, warte mal, was wollte ich? Abwaschen könnte ich auch mal. Ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Und ich sollte vielleicht, bevor ich losfahre, nochmal ins Tablet schauen. Wegen meinen Karton und so. Gedöns. Holzkohle. Läuft. Bräuchte aber schon wieder Hackschnitzel, ey. Da habe ich auch eine Idee. Palettenproduktion ist voll. Okay. Da habe ich aber schon was rausgemacht. Dann haben wir noch Karton. Da haben wir aber auch. Ach, die ist auch voll. Okay. Okay, okay. Gut, ja. Dann fahre ich jetzt mal los, wollte ich sagen. Hallo, Volker Bauner. Moin. Hi. Du bist ja bei dem Gemeinderat drin, ne? Jo. Ich hätte da eine neue Kalkulation von den Pachtfeldern. Mhm. Da ich jetzt schon öfters mal mitbekommen habe, dass ich viele die nicht holen, weil die zu teuer sind. Okay. Hatte ich jetzt. Okay. Ja? Ja. Ja, sag mal an. Hatte ich jetzt daran gedacht, wenn das für die Gemeinde, also für euch in Ordnung wäre, dass man vielleicht ein festes Einkommen bei den Pachten und auch für die Verkäufe an mich macht. Bei den Pachten, keine Ahnung, 2000 und bei den Verkäufen, da das ja was umständlicher ist zum Eintragen, keine Ahnung, macht man da 3.000 oder 4.000 und dann halt 5% für die Gemeinde als Gewinn. Bei der Pacht auch. Ja, genau. Und bei dem Kauf halt 10%. Oder halt auch 5%, wie euch das recht ist. Jo, nehme ich mal mit in die nächste Sitzung. Ja. Dann bequatschen wir das mal. Okay. Okay. Gut. Ne, passt. Alles gut. Jo. Okay. Gut. Jo, ciao. Bis dann mal. Tschüss. Dann natürlich auch für mich zukünftig günstiger. Werde ich mal im Gemeinderat bequatschen. Mal gucken, was rauskommt. Ich hoffe nur, dass wir tatsächlich relativ bald das Feld hier ernten können. Oder ernten lassen können. Und dann werde ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen neues Equipment anschaffen müssen. Könnte ich vielleicht gerade beim Händler mal vorbeifahren? Mit dem schnacken. Und dann schauen wir mal. Vielleicht ist der ja sogar da, dann könnten wir da direkt gucken, ob wir was aushandeln können.
keiner da, oder wie? Mensch. Du. Hat viel mit Holz zu tun. Dann gibt's noch. Hallo? Hallo? Ja? Milo, wo bist du denn? Ja, ich habe hier gerade noch einen neuen Bürger in unserer Stadt und den wollte ich jetzt zum LU fahren und danach komme ich zum EDK her. Oder da, wo wir uns treffen. Ach so, das heißt, du bist im Auto unterwegs? Ja, ich bin gerade im Traktor. Ja, da drüben bist du gerade hergefahren. Ich stehe nämlich vorne auf dem Händler. Warte mal, ich leg mal gerade auf. Ah, hallo. Servus. Da begrüße ich doch auch mal. Hallo. Ich bin der Fusch. Ja, ich bin der Volker Varuna, hallo. Also ich will ja nicht drängeln, aber wollen wir vielleicht ins Gebäude gehen, weil es ist ein bisschen nass. Ja, dann Kaffee? Ja. Ja, auf geht's. Also ich bringe Kaffee noch, bei mir hinten im Haus ist der besser. Ja, dann gehen wir doch da rüber. Kaffeemaschine. Ja, oder gehen wir, ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich auch. Warum hast du hier ein Feuerwehrauto stehen? Damit wir schneller ausrücken können. Also Aha. Das ist ganz einfach, weil ich mich hier in dem Kreis länger aufhalte. Das trifft mich eigentlich ziemlich gut, weil ich war bei mir im alten Dorf, war ich nämlich auch in der Feuerwehr. Ach, das ist auch gut. Feuerwehrmänner sind immer gefragt. Ja. Gerade wenn Not am Mann ist, wie man so schön sagt. Ja, nein, Herr Pfusch. Dankeschön. Hast du Kaffee? Was machen Sie, Herr Pfusch? Ich bin mehr so auf der Arbeitssuche. Für Sie? Ich bin gerade auf der Arbeitssuche. Danke. Einmal für Sie, Herr Varuna. Erstmal vorab, wir können ruhig du sagen, ich bin der Horst. Ja, ich bin der Volker. Das ist mir auch lieber, das geht ein bisschen schneller. Ja. genau. Nee, ich bin diese Art von zu Hause weggelaufen. Nein, Quatsch. Ich wollte meinen praktischen Horizont ein bisschen erweitern. Es hat aufgehört zu regnen. Und habe quasi in meiner Jugend damals Industriemechaniker gelernt. Bin nach meiner Lehrzeit in ein landwirtschaftliches Unternehmen reingegangen, sprich nannte sich das Agrartechnikvertrieb Sachsen. Hab dort dann quasi als Landmaschinenschlosser gearbeitet, hab Wartungen ausgeführt, hab Überführungen gemacht, Kundenberatungen. Ah, ja. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mehr so in die Landwirtschaft reingehen, also sprich Maschinenbedienung. Meine Herren, ich müsste mal ganz kurz telefonieren, also lassen Sie sich nicht stören. Alles gut, geh ruhig. Und will jetzt quasi so in die Richtung Lohnarbeit reingehen. Ah, deshalb wollte ich Sie zum Neumann bringen, okay. Genau. Ah, ja, das hört sich ja interessant an, da haben Sie schon einiges mitgemacht. Du. Ja. Okay. Ja, ich bin der Getreidebauer hier, also ich mache alles auf dem Feld. So an sich zu sagen, offen bin ich eigentlich für viele Vorschläge. Also ich habe zwar gehört, dass das Lohnunternehmen Kräfte sucht. Wenn ich mir aber jetzt zum Beispiel wenn mich jetzt ein anderer Hof zum Beispiel anlacht und sagt, hier, komm, bist mal sympathisch, komm her, habe ich auch nichts dagegen. Ja. Du kannst auch gerne irgendwann die Woche mal bei mir vorbeikommen. Oder wenn es dir reinpasst. Oder nächste Woche ist kein Thema. Na klar. Zeige ich dir mal, was bei mir so los ist. Ich habe noch Sägewerk in Betrieb und Paletten und Kartonproduktion und so Zeug. Und ja, ist auf jeden Fall auch immer was zu tun. Hm. Ja. Na gut, Holzarbeiten. Nicht so deins. Ja, ist nicht so meins. Ja, da bin ich gerade ein bisschen am Strugglen, weil. Es dauert alles so lang. Ja. Ich brauche dauernd Hackschnitzel. So, was? Dass der Lukas gleich wieder kommt, weil mit dem wollte ich eigentlich was klären, ob der mir da neue Maschinen besorgen kann. Cool. Ja, ich will ein bisschen umbauen. Ich habe mir überlegt, ob ich mir einen Harvester kaufen soll. Und so ein großes Direktentastungsschneidgerät und so. Ja. Mal gucken, aber da muss das Angebot auch stimmen. Ja, da würde mir jetzt, so aus den alten Zeiten, da würde mir jetzt entweder die Marke John Deere in den Kopf fallen oder halt Ponzer.
Obwohl Ponzi sehr hochwertig ist. Ja, und kostet halt einen Haufen Geld. Ja, und das, ich glaube, das Hauptproblem bei Ponzi war generell die Hydraulikpumpe. Hm. Hab ich damals sehr oft wechseln müssen. Ah, okay. Beides Mango war der hydraulische Fahrantrieb. Okay. Der hat meistens immer gerne ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Gerade auch in der Kalibrierung, weil man muss die Fahrzeuge ja auch immer nach den, oder wenn sie zur Wartung kommen, komplett neu kalibrieren. Mhm. Gerade da hat gerade der Fahrantrieb hat immer gerne ein bisschen Probleme gemacht. Okay. So laut meiner Erfahrungen. Was würden Sie denn sagen? Soll ich den mit oder ohne Ketten nehmen? Es kommt auf die Bodenbeschaffenheit drauf an, was Sie in Ihren Wäldern haben. Also ob Sie mehr jetzt trockene Waldflächen haben, mhm, oder ob es mehr so in die schlammige Region reingeht. Weil die Ketten machen halt doch schon ein bisschen mehr Schaden an der Bodenstruktur als jetzt die Räder an sich. Weil die Ketten sorgen ja eigentlich nur dafür, dass der, wenn der Waldboden sehr weich und schlammig ist, mhm, dass sie halt mehr Traktion haben, was halt die Räder alleine nicht haben. Ich meine, sie haben zwar, mhm, wenn es mich jetzt nicht täuscht, haben sie zwar nur von den zwei hinteren Achsen Antrieb. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, man konnte, glaube ich, sogar auch die vorderen zwei Achsen als Antrieb nehmen, dadurch, dass sie halt hydraulisch angetrieben werden. Mhm. Bin ich aber jetzt nicht sicher, da müsste ich mal einen alten Kollegen von mir mal von früher fragen. Der kennt sich da besser aus. Okay. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie eine richtige richtig Ahnung haben. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Hoffentlich eine Bereicherung für die Gemeinde. Ja, schauen wir mal. Also ich sage mal so, ich habe viel gelernt, also in der kurzen Zeit, wo ich in dem Betrieb war. Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall mal gut an. Ja, an sich, ich habe auch viel früher als Kind zu Hause geschraubt. Hm. Maschinen und Motoren auseinandergenommen. Also man sammelt so ein bisschen Erfahrung über die Jahre. Ja, ja. Okay, jetzt ist der da schon fertig. Ich frage den gerade mal. Müller, bist du fertig? Das ist nicht nee, wahr. Aber ja, gut. Der braucht noch ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Naja, gut. Dann beende ich hier mal die erste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.